Moin, herzlich willkommen zurück zur ersten Samstagsausgabe Let's Play LS17 hier auf der nordfriesischen Marsch. Vierfach-Map in der Version 1.8 ohne Gräben. Wir sind am Ernten wie die wilde Wutz. Und Feld 9, habe ich noch gar keinen? Oder habe ich da hier oben schon was für angelegt? Für Feld 9. Ah, Feld 9. Crashen. So. So, der läuft. Das ist doch schön. Der MB-Truck steckt angeblich schon wieder im Verkehr fest. Wüsste jetzt nicht wo. Aber wenn er es sagt, dann wollen wir ihm mal glauben. Also nur noch eben unseren. Jo, das hat ja funktioniert. Unseren Abfahrer finden. Ja, das ist okay. Der ist auch okay. Alles soweit tutti. Der steht auf Feld 1. Der hier. Abfahrer entlassen. Der muss jetzt zu Feld 9. Da müssen wir erstmal gucken, habe ich denn hier überhaupt einen Kurs? Feld 9 hoch 7. Ne, habe ich noch nicht. Das muss ich gleich erstmal einfahren. Hier sagt schon wieder. Hier sagt er noch nicht. Okay. Dann wollen wir mal gucken. Dann wollen wir mal irgendeinen Kurs einfahren. Hier ist ja sowieso immer doof rumzukommen. Aber es nützt nichts. Ich werde jetzt erstmal, werde ich einen gemeinsamen Kurs hier aufzeichnen, der für Feld 9 und Feld 12 gilt. Zum Hofsilo. Und zwar ganz vorsichtig. Der auch wirklich funktioniert. Weil ich den dann nämlich ja dann tatsächlich für zwei Felder dann benutzen kann. Ich weiß, dass der da schon gleich voll ist. Der ist schon voll auf Feld 9. Ja, dann ist dem so. Kann ich den jetzt auch nicht ändern?
immer, da liegt eine Holzpalette im Boden drin. Eine Bretterpalette. Ich glaube, hier muss ich dann auch gleich noch einen zweiten Abfahrer einsetzen. Das ist ja kein Problem, wir haben ja noch. Ich fahre jetzt hier tatsächlich den weiten Weg. Einfach um einen vernünftigen Abfahrkurs zu haben. Da steht mein Drescher. Das macht gar nichts. Der kann gleich abgetankt werden. So. Und den speichern wir jetzt eben unter irgendeinem Namen. Temp 02. Dann lösche ich den Kurs. Nicht wundern. Ich lasse mir eben alle Kreuzungspunkte anzeigen. Da hinten ist nämlich ein Kreuzungspunkt. Und jetzt lasse ich mir hier von mitten aus dem Feld mal gucken, ob der Kurs dann besser funktioniert. Kursaufzeichnung beginnen. Oh Gott, welcher der Kreuzungspunkte ist es denn jetzt? Und dann sage ich ihm hier Temp 01. So. Dann nehme ich erstmal die Kreuzungspunkte weg. Sage, er soll mir den Kurs anzeigen. Und dann sage ich ihm Temp 01. Und da hinten dran hänge ich Temp 02 und dann sehen wir, der fährt mir vom Feld raus, hier, baba, macht das alles, was ich will. Und dann sage ich ihm, Feld 09, Hof Silo. Brauche ich das nicht mehr anzeigen lassen. Er soll auf Feld 9 suchen. MB-Truck steckt schon wieder im Verkehr fest. Wunderbärchen. So, und dann sollte er jetzt eigentlich diesen Kurs hoffentlich vernünftig fahren. So. Ah, der auf Feld 1, der... MB-Trag, ich weiß nicht, wo du im Verkehr feststeckst, aber... ist schon ein bisschen komisch. Ach so.
sieht denn das mit dem Landei aus? Null. Okay. Pferd, würde ich sagen. Oh, Feld 9. Hat abgetappt. Das ist ja schön. Wo steht der? Da. Okay, das könnte da noch ein Problem werden beim Wenden, aber hey, alles gut. Schön. Okay. Warum geht's hier nicht weiter? Wo ist hier das Problem? Ich meine, der ist noch lange nicht voll. Wieso fährt er nicht weiter? Ja. Das ist ja schön, dann sind wir hier gleich fertig mit dem Feld. Dann können wir den nämlich auch umsetzen. Ja, das sieht doch gut aus. Case Optum, ja, alles klar. Ja, ich weiß, der Kurs ist bescheuert eingefahren. So, welcher Glas hat jetzt durchdrehende Reifen? Ja, das sagte ich ja, dass ich da glaube, dass der Probleme kriegen könnte. So, aber das war klar. Das finde ich jetzt nicht dramatisch. Ich wollte mich eigentlich viel mehr darum kümmern, mich nicht. Wo fährt er denn jetzt? Also Feld 1 sollst du doch bearbeiten. Was ist hier denn jetzt schief gelaufen?
bestellen, aber... Was da jetzt schiefgelaufen ist, keine Ahnung. Lexion steckt jetzt im Verkehr fest. Ja, ja klar. Na? Steckst du gleich wieder im Verkehr fest? So Leute, oh, wir sind schon wieder viel zu spät. Hey, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst einen Kommentar, ein Like oder ein Abo. Würde mich freuen. Freuen würde mich das auch natürlich, wenn ihr demnächst wieder einschaltet. Und also heute Nachmittag. Zur Nachmittagsausgabe. Vielleicht heute Abend Livestream. Kann ich jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht sagen. Aber das werden wir ja sehen. Ja, ihr kriegt auch natürlich bei YouTube würdet ihr es natürlich sehen. Und muss mal eben kurz gucken. Ich muss mal eben hier einstellen. Bei YouTube würdet ihr es sehen. Und meiner Homepage und bei Facebook informiere ich natürlich auch darüber. In diesem Sinn sage ich jetzt erstmal ciao!